Ich habe mir für Grenze einen Dienstmann engagiert, der mich nach Hause fährt, damit mir nichts passiert. Denn auf den Wein, da kann der Mensch sich nicht verlassen. Da wollt erst der Kopf und dann die ganze Gassen. Drum habe ich mir für Grenze einen Dienstmann engagiert, der mich nach Hause fährt, damit mir nichts passiert. Jedoch am Ende von der Sache passiert. Da war der Dienstmann nur für Besucher, der Pussy. Da war der Dienstmann nur für Besucher, der Pussy. Da sitzt er, da sitzt er. Der hat mich nummeriert, damit mir nichts passiert. Der Mann kann sich nicht verlassen. Die wollen die Kopf und die ganze Gas. Und darum habe ich mir für Dienstmann einen Dienstmann. Jetzt habe ich Umtrag. Damit mir nichts passiert, jedoch am Ende dieser seligen Partie. Da war der Dienstmann noch gezogen. Der ist immer besuchen, der Verzichter. Oh, war der Dienstmann noch gezogen. Eine ausgezeichnete Idee. Aber wo ist denn der Dienstmann? Du sitzt da. Wo? Und der kleine? Nicht der Kleine, der daneben. Der daneben. Der ist schon wieder angestrahlt. Jetzt ist schon wieder. Siehst du das, mein Junge? Du, warte, was? Komm mit. Gib die Blumen her. Die, was die Dalie? Die Dalie. Warum? Jetzt schickt man den Dienstmann, schickt man zu der Amalie. Die Besselgast. Ja, die Bessel. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Dalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, gehen Sie damit zur Amalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wirft man sie dort raus, tragen sie hundertmal die Dalie zur Amalie ins Haus. Bis man ihnen dann ein Trinkgeld gibt und Amalie mich liebt. Hallo Dienstmann, in die Betzel, hallo Dienstmann, in die Trafik, nehmen Sie hier diese Dalie. Aber nicht in der Zeitung, in Seidenpapier. Hallo Dienstmann, und so zwei alte Verehrer mit Handkuss. Haben Sie mich verstanden? Hallo Dienstmann, nicht, dass das verkehrt. Hallo Dienstmann, aber wirft man sie dort raus, und tragen Sie hundertmal die Dalie zur Amalie ins Haus. Bis man ihnen dann ein Trinkgeld und Amalie mich liebt. Jetzt kriegen wir einen besonderen. Aha. Jetzt kriegen wir den Wein, den der Wirt ganz alleine trinkt. Judelwein, den ich mein, das ist ein besonderer Wein. Und den Wein, den ich mein, trinkt es der Wirt allein. Aber mir sagt er, also dir sagt er, bitte gebe ich auch ein Glaserl gern, weil ich ihm sympathisch bin, dem Wirten vom Stern. Aus dem Wein, den ich mein, leuchtet heller Sonnenschein. Doch den Wein kriegt man nur mit ganz großer Produktion. Ja, also komm her mit mir hin und ich protestiere ihn. Kriegt auch dir vielleicht ein Glaserl davon. Kennst du das Lied von dir? Ja, von Sie. Sing was? Ja. Was für eine Stimme singst du? Pass auf, ich sing die erste und du singst die. Überschlagen kann ich nicht. Dann singst du die erste und ich die erste. Ohne zwei singen wir den zweiten. Du musst halt suchen. Geh mal. In Gumpendorf, drunter von Eck Nummer 2, zu der dreistöckigs Haus, das gehört dem Papa. In ein Zimmer da drin steht der Kasserala, und da hat den Schlüssel dazu die Mama.
Drum fällt uns das ganze Jahr niemals an Geld. Und das zu verputzen, sind wir auf der Welt. Wenn vom Arbeiten gerät wird, da kriegen wir einen Kranz. In unser Vater war ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. In unser Vater war ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. In der Schule waren wir zwar ein paar hautschlechte Buben, haben niemals einen Spaß und da geht die verdurm. Nur der Lehrer hat gesagt, mit euch zwei ist ein Kreis, also ein paar solche Eseln wird niemals was gescheit. Das hat er ganz groß auf die Taufe geschrieben. Und dass er nicht blamiert ist, so sind wir es gelernt haben wir nichts, aber stets arrogant. Warum denn eigentlich? Denn unser Vater war ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Denn unser Vater war ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Hast du eine Feier? Ja, was denn? Was denn? Bitte? Ja. Schau hier. Nein. Moment, Moment. Das ist ein Mistfisch, das Brüch. Ach, mein Feuerzeug ist ein Patent. Das soll das du doch nur nicht brennt. Mein Feuerzeug hat Qualität. Nur möchte ich sehen, wie es ist, wann's geht. Brennt schon einmal das Benzin, ist der Feuerstein dann hin. Ist der Feuerstein dann gut, ist das Radl dann kaputt. Dreht sich's Radl endlich doch, geht der Deckel dann nicht hoch. Geht der Deckel endlich schon, rutscht er doch durchs Loch davon. Mein Feuerzeug, ich hab schon Bierst, ich hab schon putzt, es gehört entwirscht. Ich renn in Trafik zurück, voller Wut im Blick. So gewiss, was geben daheim, ernst, das ist ja ein Gramm. Sagt er nicht, sie sind ein Sturm, das geht nur ein Sturm. Dort probieren sie es aus, aber nicht daheim. Bitte, und beim nächsten Wind renn ich aus der Geschwind. Nun, jetzt wird es gehen, bitte. Wir haben ja gleich sehen. Wo noch? Na, Busch, was sag's auch nicht. Mein Feuerzeug ist ein Patent. Das alles tut doch nur nicht brennt. Mein Feuerzeug hat Qualität. Nur möchte ich sehen, wie es ist, wann's geht. Brennt schon einmal das Benzin, ist der Feuerstein dann hin. Ist der Feuerstein dann gut, ist das Radl dann kaputt. Dreht sich das Radl endlich doch, geht der Deckel dann nicht hoch. Geht der Deckel endlich schon, bitte rutscht er doch durchs Loch davon. Mein Feuerzeug geht mit der Zeit. Mein Gott, was geht schon heute? Aber was geht schon heute? Hast du was sagen wollen? Nein, singen nur wollen. Na, dann singen! Jawohl, singen! Dann fängt der alte Schiff an Sturm zum Plaudern von seiner Jugend und vom alten Wind. Wo die jungen Herren im blauen Frack noch heimlich nachgestiegen sind, den festen Madern in der Krinolin. Wie zwei sich selig gepustelt haben auf der Bastei in einer Mondscheinnacht im Monat Mai. Doch was dann weiter war, das sagt er uns nicht. Ja, ja, der alte Herr ist sehr diskret. Ich bin schon sehr viel herumgekommen auf der Welt, aber mein Gott, so schön wie in Wien, mir gefällt es ja da am besten. Wien, du allein, soll stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo die alten Häuser stehen, alle, dort, wo die lieblichen Mädchen gehen. Wien, du allein, sonst steht die Stadt meiner Träume sein.
Lied und Lied.